Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Grand Prix 4. Ja, im letzten Rennen in Silverstone sind wir leider wieder mal mit Abflug am Start. Wir sind eigentlich von einer guten Startposition gestartet, aber sind dann nachher am Trulli hängen geblieben und sind schon abgeflogen. Ja, wir gehen jetzt nach Hockenheim oder nach Deutschland besser gesagt, das zweite Rennen. Wir sind ja jetzt in Deutschland, wir sind ja schon eigentlich am Nürburgring gewesen, jetzt geht es nach Hockenheim. Ist aber auch wieder der alte Layout, also der, wo wirklich eigentlich nur gerade ausgeht, gefühlt, also wenig Kurven hat. Und ja, ich bin gespannt. Ich bin schon ein paar Mal die Strecke gefahren, beziehungsweise das ist sogar die Strecke, wo ich als kleines Kind, wo ich das Game gespielt habe, immer gefahren bin. Und ja, also das sollte ich eigentlich im Griff haben. Darum, wir gehen jetzt mal gerade ins freie Training und fahren mal eine Runde. Ich hoffe einfach, dass es jetzt nicht kommt, regnen das Wochenende, aber bei meinem Glück kommt es immer regnen. Und dann sind wir auch schon mal gleich mit dieser Saison vorbei, müssen wir mal jetzt erwähnen. Also es geht wirklich nicht mehr lang. Wie ich schon im letzten Video gesagt habe, könnt ihr gerne unten in die Kommentare reinschreiben, ob ich noch eine weitere Saison machen soll in Grand Prix 4. Vielleicht mit einem anderen Team, das eher mal ein bisschen auf Punktekurs ist. Zum Beispiel Williams wäre recht interessant. Mit den BMW-Motoren hätte man vielleicht sogar den WM-Titel holen können, weil das war damals ein gutes Auto gewesen. Und ja, fahren wir mal da raus, perfekter Ausgang, und wir schauen jetzt mal die Strecke auch wieder zuerst an. Also wir haben hier mal die erste lange, wirklich sehr sehr lange Gerade. Und dann kommen wir hier dann an eine Schikane her, wo man den Bremspunkt muss wirklich verwischen. Man muss vor der 100 Meter Tafel eigentlich noch bremsen. Rechts, links, und dann geht es wieder leicht rechts und dann geht es auf die nächste lange Gerade. Da ist Windschatten sehr wichtig. So, und auch hier wieder ein bisschen früh abbremsen, dann nachher rechts, links, so, wieder rechts. Und wieder auf die nächste Gerade. Und da vorne kommt dann wieder eine Schikane. Also die Rennstrecke ist eigentlich sehr langweilig, muss ich sagen. Aber auch irgendwie sehr geil, weil sie halt so viele Geraden hat. Und dann kommt man da links, rechts, auf den Curb da, nicht unbedingt. War ein bisschen zu schnell. Und wieder eine lange Gerade. Und jetzt geht es ins Motodrom rein. Und da ist es eigentlich wieder das alte Layout, oder beziehungsweise das Layout, das man auch aus dem aktuellen Hockenheim-Ring oder, ja, wie heisst er? Einfach Hockenheim von dieser Strecke kennen. Da bin ich schon zweimal gewesen, auf dieser Tribüne hier rechts. Und das ist wirklich noch genau gleich. So, nur dass jetzt hier links eigentlich Auslaufzonen sind, beziehungsweise der Dragstrip. Und da sind wir da wieder rein auf der Gerade. Und jetzt versuchen wir mal, schnell in die Zeit zu fahren. Oh, so kommt das sicher schon mal gut raus, muss ich sagen. Ja, das Auto noch haben. Und ja, ich fahre jetzt mal ein paar Runden, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns dann nachher gerade im Qualifying. So, herzlich willkommen zum Qualifying. Wir fahren gerade raus, weil es ist jetzt noch trocken und es sollte noch regnen in diesem Qualifying. Und ich möchte unbedingt noch schnell in die Zeit fahren, bevor das kommt regnen. Ich hoffe, es langt noch. Los, 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 schnell raus. Wir sehen auch schon, die Wolken am Himmel sind da. Und ja, das Training war einfach voll okay gewesen. Wichtig ist einfach wirklich die Bremspunkte. Ich glaube, dort kannst du am meisten Zeit rausholen oder eben auch verlieren. Aber sonst eigentlich funktioniert es relativ gut. Und jetzt geht es auf eine schnelle Runde, früh aufs Gas. Möglichst viel Geschwindigkeit mitnehmen. Let's go. Wow, das ist, glaube ich, ein bisschen langsam. Sie haben viel zu früh eingelenkt. Oh, die Sportbremse. Schwierig. Jetzt habe ich mit 4 gebremst. Ich
auch viel zu viel gebremst. Nein, da wird nicht mit dieser Zeit, glaube ich. Also wir können im Motodrom viel rausholen, wir schauen jetzt mal. Nein, ist jetzt so gut geworden. Also wir fahren mal 1,40 gefahren. Wir probieren es jetzt gerade nochmal. Ja, schon mal besser wieder auf P4 gekommen. Aber wir verlieren immer ein bisschen Zeit. Ich denke, die erste Kurve hier, wo wir vorbeigefahren sind, dort unten, verlieren wir recht viel Zeit. Und in der ersten Schikane haben wir jetzt auch Zeit verloren. Aber ich würde mal sagen, ich gehe mal zurück in die Box. Und dann schauen wir mal, ob wir noch einmal rausfahren können, ob es von der Zeit reicht. So, es hat leider nicht gelangt. Wir sind schon wieder in dem Menü rein. Wir schauen jetzt aber mal auf die Startaufstellung. Wir sehen, der Ralf Schumacher hat vor seinem Bruder eine Pole Position geholt. Und dann kommt der Häkkinen, Montoya, da kommen wir auf P5, wir sind wirklich noch gut unterwegs mit der Zeit, sogar schneller als ein Ferrari, der Barrichello ist hinter uns. Dann kommt der Trulli, Alesi, Coulthard, Villeneuve, Panis, Raikkonen, Irvine, De La Rosa, ey, dem sind Namen, man, jedes Mal ohne Probleme. Frentzen, Heidfeld, Bernoldi, Fisichella, Button, Verstappen, Young und Enge. Und ja, da würde ich sagen, legen wir los, Rennen bleibt zum Glück trocken. Im Qualifying selber ist es auch nicht mehr regnen und da hoffen wir jetzt doch einmal auf ein gutes Rennen hier in Hockenheim. Wieder zurück auf die Perspektive. Und ja, dann versuchen wir unser Glück. Wir sind ja auf P5, wenn ich es richtig im Kopf habe. 1, 2, 3, 4, 5, ja genau. Und ja, die 5 Lichter gehen wieder mal einen Schmäh an. Wie schnell gehen sie aus? Sie bleiben lang an. Sehr lange abgelaufen, aber guter Start gehabt, besser als der Montoya. So, ich gehe mal ein bisschen konservativ rein hier. Vorsichtig. Und jetzt heisst es einfach Top Speed. Da wird wahrscheinlich unser Minardi nicht wahnsinnig gut sein. Die hier vorne sind uns schon mal ein bisschen davon. Aber wir können noch dranbleiben. Oh. Nein. Scheiße. Okay, wir sind immer noch P4, immer noch gut. Oh, wir wieder überholt, rechts. Ein Jordan dürfte das sein. Ja, der ist gerade neben uns. Und den haben wir aber gleich noch verteidigen. Gut, rausgekommen aus der Schikane. Haben das können lösen von dem kleinen Trupp hinter uns. 9 Runden in der Gesamthaft sind es und es geht in die nächste Schikane vor uns. Ist glaube ich immer noch der Häkkinen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wir riskieren einfach nichts. Wir sind momentan auf Punktekurs und ich möchte Punkte bringen und nicht verlieren. Oh, da verbremsen wir uns wieder ein bisschen. Viel Zeit hat es gekostet. Noch der Montoya ist hinter mir gerade. Ich habe gerade ein Problem mit dem Auto. Es fühlt sich irgendwie so träge an gerade. Wir haben schon einfach ein langsames Auto. Vor allem Aerodynamik ist hier sehr schlecht am Minardi. Wir sind die schnellste Rennrunde gefahren. Wir sind wirklich sehr schnell unterwegs. Wir können auch wieder aufschliessen. Plus der Michael Schumacher greift jetzt hier vorne gerade den Ralf Schumacher an. Das heisst, die werden sicher mal langsamer werden. Das könnte uns ein bisschen einen Vorteil verschaffen. Hm.
Also sie sind sicher mal langsamer geworden. Vielleicht tut der Ralf jetzt noch einmal kontern. Das sieht auch so aus. Geht in der rechts am Michael vorbei. Ah, unser Teamkollege ist aus dem Rennen rausgeflogen. Und jetzt sind wir hier nicht beieinander. Also auch der Michael Schumacher und der Mika Häkkinen. Wir können vielleicht am Mika Häkkinen dranbleiben. Gut aus der Schikane kommen. Es reicht einfach nicht. Es fehlt einfach ein bisschen mehr. Oder ein bisschen mehr Speed oder ein bisschen mehr Distanz, weniger Distanz zum Vordermann. Dass wir im Windschatten bleiben können. Jetzt sind wir aber nicht dran. Jetzt sind wir dran. Ja, jetzt sind der Windschatten schon. Wir sind hinter dem Mika Häkkinen. Coverage schon ein bisschen. Und wir gehen dran vorbei. Sehr schön, P3. Vor uns der Michael Schumacher. Mal schauen, wie lange das geht, bis wir zu ihm aufschliessen können. Er ist aber eigentlich im wesentlich schnelleren Auto. Wir müssen natürlich jetzt auch aufpassen, dass der Mika Häkkinen jetzt nochmal einen Angriff versucht. Oh mein Gott, das hätte böse enden können. Wir wären fast abgeflogen jetzt. Zum Glück habe ich das Gas gelüpft. Jetzt kommt der Mika Häkkinen wieder rechts. Oh shit. Oh, da müssen wir ein bisschen Corner Cut machen. Holy shit, ich bin einfach durchgeslidet. Er kommt wieder. Ich kann da nicht einfach die Tür zutun, das wäre fies. Aber er kommt nie nicht ganz vorbei, also er ist ein bisschen am strugglen. Ist er neben mir? Oh, er ist neben mir gewesen, er schiebt mich einfach wieder! Nein! Hey, das darf nicht wahr sein! Das darf doch nicht wahr sein! Da bleibt er einfach hin. Ich habe nicht damit gerechnet. Oh, okay, jetzt sind natürlich die Reifen noch nicht gerade irgendwie so optimal wieder. Ah, oh, das darf doch nicht wahr sein. Nein, wir sind Dritte gewesen. Jetzt sind wir Achte. Da ist ein Auto draussen! Das war der Ralf Schumacher, glaube ich. Oder der Montoya. Der Montoya ist draussen. Wir sind wieder P7. Fisichella auch draussen. What the fuck? Es sind noch zwei Runden. Okay, das P7 bringen wir heim, hoffentlich. So, jetzt noch das Motodrom überstehen. Und dann könnte das unsere erste Punkte werden. Ich fahre extra ein bisschen langsamer. Ralf Schumacher hat gewonnen. Und dann kommen wir auf das Startziel und wir holen uns den P7. Und das sind endlich die ersten Punkte für uns. Ah, fucking hell, endlich. Ich denke, die schaffen nie etwas in diesem Game. Ah, oh, aber es wäre einfach der P3 gewesen. Es wäre einfach der fucking P3 gewesen. Unglaublich. Aber der Mika Häkkinen hat uns seht einfach... ist einfach hineingeblieben. Und hat uns dann nachher, ja... blöd gesagt, wie abgeschossen. Unglaublich.
Da haben wir den Mika Häkkinen, Michael Schumacher, vorne schon der Ralf. Oh je. Ey, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch einfach nicht. Unglaublich. Aber immerhin, wir haben die ersten Punkte für Minardi geholt. Endlich. Es ist aber auch endlich wirklich mal an der Zeit geworden. Unglaublich. Also wir haben den Ralf Schumacher auf P1, den Michael Schumacher auf P2, Mika Häkkinen auf P3, Trulli auf P4, Barrichello auf P5, Coulthard auf P6, Alonso, also mehr, auf P7 und Villeneuve auf P8. Yes! Endlich haben wir einen Punkt geholt. Oh Gott! Wenn wir jetzt die Fahrer-Weltmeisterschaft hineinschauen, sehen wir, sehen jetzt... wo sind wir? Wieso sind wir nicht aufgelistet? Fernando Alonso, wo ist er? Wir sind nicht aufgelistet. Okay. Haben wir keinen Punkt bekommen, oder was? Wir haben keinen Punkt bekommen. Wir sind doch P7 geworden, das gibt doch Punkte. What the fuck? Wir haben doch P8 gepunkt, ich weiß es doch. What the fuck? Oder ist es noch bis P6? Nein, das kann ja nicht sein. Okay, der hat einfach keinen Punkt gegeben. Mann, es hat doch Punkt gegeben. Strange. Okay. Keine Ahnung, wieso ich jetzt mal gerne in die Kommentare hinschreibe. Vielleicht weiss es ja einer von euch, wieso ich jetzt keinen Punkt bekommen habe. Aber ja, das wäre es gewesen mit der Folge von Grand Prix 4. Wir gehen im nächsten Rennen nach Ungarn. Die steckt wahrscheinlich immer noch genau gleich wie in F1 2021, bis auf einen Teil. Der dritte Sektor, der ist jetzt ein bisschen anders im F1-Game, also im F1 2021 als hier. Aber wir werden das dann anschauen, schnell. Und ja, dann neigt sich dann wirklich eigentlich die Saison bald zu Ende. Wir haben dann noch Spa von uns, wo sicher noch kommt. Und Japan, und was kommt noch? Ich glaube, den haben wir bald schon eigentlich. Also es geht nicht mehr allzu lang. Und ja, da würde ich mal sagen, wäre es aber von dieser Folge von F1 2021, das ist schon das gegeben, weil ich vorher so viel F1 gesagt habe. Das wäre es von dieser Folge von Grand Prix 4. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, so wie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und wenn ihr das Video teilen würdet. Und schon gesehen, wir sind einfach im nächsten Part wieder und bis dann sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.